Du hast das gerade nicht verstanden. Warte. Das Tor wird gleich dicht gemacht und bleibt dicht bis morgen 14 Uhr. Hier kommt keiner mehr raus und hier kommt keiner mehr rein. Feierabend. Wir sind eigentlich schon, was die Verhandlungen angeht, ziemlich weit und fortgeschritten. Was die Ergebnisorientierung angeht, sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit auseinander. Sie haben uns freche 3,5% für 19 Monate und 1.000 Euro Inflationsausgleich angeboten. Das war etwas, was wir überhaupt nicht akzeptieren konnten. Was eine Frechheit den ganzen Stahlarbeitern in der Region gegenüber ist. Und deswegen sind wir jetzt in den Ausstand getreten. Wir haben alle Tore dicht gemacht, alle Einfahrtstore. Wir haben es geschafft, die Frühschichten hier rauszuhalten und nur die Notdienstvereinbarung reinzulassen. Im Grunde haben wir es geschafft, unsere Hütte wirklich tatsächlich in dieser kurzen Vorbereitungsphase für 24 Stunden dicht zu machen. Das ist das, was ich morgen mit in die Verhandlungen nehme. Und das macht mich morgen noch stärker und noch härter gegenüber den Arbeitgebern. Also überall fehlt das Geld und deswegen wollen wir kämpfen für unsere Leute und für unsere Kollegen. Was wollt ihr?